Ja, willkommen zur aktuellen Sitzung, zur dritten Vorlesung über Philosophie der Digitalität, in der wir uns mit der Frage nach der Epistemologie der Digitalität im ersten Teil befassen werden, und zwar genau genommen mit der Frage nach der Bedeutung künstlicher Intelligenz und der Interobjektivität, wie ich sie nenne, der Rolle, die künstliche Intelligenz in unserer Lebenswelt, in der Kultur der Digitalität spielt oder auch spielen sollte. Das ist so das Thema der heutigen Sitzung. Und es gibt jetzt einen Plan, den ich kurz vorstelle. Wir werden zuerst einen Rückblick geben auf die letzte Sitzung. Dann werde ich kurz versuchen zu erläutern, was ich unter künstlicher Intelligenz verstehe. Dieser Begriff ist nicht ganz klar, gibt es ganz verschiedene Auffassungen. Und ich werde meine Auffassung von anderen Theorien künstlicher Intelligenz versuchen abzugrenzen. Dann werde ich mich mit künstlicher Intelligenz und Interobjektivität befassen. Was genau unter Interobjektivität zu verstehen ist, werde ich auch noch genauer erläutern. Und zum Schluss werde ich eine Vorschau auf die nächste Vorlesung geben, in der es auch wieder um die Epistemologie der Digitalität gehen wird. Jetzt erstmal zum Rückblick auf die letzte Sitzung. Ich hatte dort von einer Kultur der Elektrizität gesprochen, die ich der Kultur der Digitalität gegenübergestellt habe. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die wir beobachten können, dass hier neue Technologien, neue Kulturen initiieren und gewissermaßen hervorrufen. Und da gibt es eine gewisse Parallele zur Kultur der Elektrizität, aber eben auch verschiedene Unterschiede, auf die ich auch noch kurz zusammenfassend eingehen möchte. Dann hatte ich etwas zum Begriff der neuen Medien gesagt, hatte auch was zur Kritik der neuen Medien gesagt und am Ende auch eine eigene Kritik der neuen Medien formuliert, was man auch eine Metakritik der neuen Medien nennen könnte. Jetzt noch mal ganz kurz zur Kultur der Elektrizität. Was ist darunter zu verstehen? Hier gibt es ein neues Buch von Tristan Garcia. Das hat den Titel Das intensive Leben, eine moderne Obsession. Hier wird beschrieben, wie bereits im 18. Jahrhundert diese neue Technik, das neue Phänomen der Elektrizität, das Denken auch bestimmt hat, die Kultur transformiert hat. Hier ist natürlich das vitalisierende Moment ganz zentral, aber auch sowas wie Nietzsches Philosophie ist vor diesem Hintergrund durchaus zu verstehen. Die Kultur der Digitalität ist ein Buch, das hat Felix Stalder geschrieben. Da bin ich jetzt auch schon ein paar Mal drauf zu sprechen gekommen. Kultur der Digitalität meint, dass die Digitalisierung nicht mehr nur ein technologisches Phänomen ist, was uns gewissermaßen fremd wie ein Objekt gegenübersteht, was zu dem wir keinen wirklichen Zugang erlangen können, sondern die Digitalisierung wird immer mehr Teil unserer Lebenswelt. Sie ist gewissermaßen was ganz Normales, was ganz Natürliches. Und vor dem Hintergrund eines solchen Verständnisses können wir auch mit guten Gründen gegenwärtige Medienkritiken der neuen Medien zurückweisen. Und das habe ich auch in der letzten Sitzung gemacht. Darauf bin ich aber noch auf das Buch von Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy, eingegangen, der eben sagt, es gibt immer wieder neue Galaxien, die durch technologische Innovation hervorgebracht werden. Wie zum Beispiel den Buchdruck. Das ist eine solche Galaxie oder man könnte auch sagen eine Revolution. Und dann hat er noch ein interessantes Buch geschrieben über Understanding Media. The Extensions of Man, hier sieht man verschiedene interessante Symbole, indem er die These vertreten hat, dass das Medium nicht nur so eine Vermittlungsinstanz ist, so ein Bote, also zwischen Sender und Empfänger vermittelt, sondern dass Medien eine eigene performative Realität haben, die man als die Erweiterung des Menschen verstehen kann. Hier zeichnet er auf dem Titel verschiedene Medien aus, unter anderem das Licht, unter anderem das Telefon. Das sind natürlich noch nicht die neuen Medien, von denen wir und auch diese Vorlesung handelt. Anlässlich dieser Entwicklung der neuen Medien hat sich auch eine Medienkritik etabliert und formiert, die Stimmen bestärkt, die für ein postdigitales Zeitalter argumentieren. Hier ist dieses Bild sehr vielsagend, dass Smartphone verdummt, das Smartphone lenkt den Blick von den wichtigen Dingen weg. Ich darf noch mal an die Kritik von Manfred Spitzer erinnern, der die These vertritt, dass
das Internet nicht so sehr ein Handlungsraum ist, wie ich ihn zum Beispiel bestimme, sondern dass das Internet eine Suchtquelle ist, die potenzielle Gefahren psychischer, psychiatrischer Natur ausstrahlt. Und ich würde ihm hier in der Tendenz widersprechen. Es gibt sicherlich Gefahren, die von dem Internet ausgehen, aber Gefahren gehen von allen Medien aus. Und das Internet wird immer mehr Teil unserer Lebenswelt. Und insofern sollten wir es nicht so dramatisieren oder psychologisieren oder pathologisieren, wie es Spitzer tut. Ich glaube also, wir müssen die neue Medienkritik kritisieren, und zwar deswegen, weil sie einen verkürzten Medienbegriff der neuen Medien sich zugrunde legen, einen Medienbegriff, der immer noch so sehr auf dem Paradigma des Vermittelnden ist, und was es nicht schafft, das neue Medium als Realität der eigenen Art, wie ich dann argumentieren werde, eine virtuelle Realität ernst zu nehmen, die schon seit einiger Zeit Teil unseres Alltags ist und eigentlich da ziemlich problemlos genutzt werden kann und vielleicht sogar auch ihren medialen Charakter verliert. Und darüber soll eben auch die Vorlesung gehen. Das heißt, man muss, wenn man eine Philosophie der Digitalität entwickeln möchte, sich zunächst auch mal mit der Medienkritik kritisch auseinandersetzen. Das haben wir in der letzten Sitzung getan. Ich mache oben rechts in YouTube nochmal den Link zu dieser Sitzung rein. So, jetzt geht es aber um das eigentliche Thema der heutigen Sitzung, nämlich um künstliche Intelligenz im Rahmen einer Philosophie der Digitalität, die, wie gesagt, von Digitalisierung unterschieden werden muss. Zunächst mal müssen wir feststellen, dass der Begriff der künstlichen Intelligenz unklar ist. Es ist nicht klar, was künstlich hier bedeutet und was Intelligenz bedeutet. Das ist einfach ein Problem, das viele Forscherinnen und Forscher nicht angehen. Sie sprechen gleich so davon, als gäbe es da irgendwas Intelligentes, was künstlich sei. Ich glaube, wir müssen zunächst klären, was künstlich und was Intelligenz bedeutet. Es gibt nämlich verschiedene Bedeutungen dieser Wörter. Bedeutet künstlich so viel wie eine Simulation, ist also ein Modell der menschlichen Intelligenz, oder bedeutet künstlich so viel wie, da wird eine neue Intelligenz erschaffen, gewissermaßen die menschliche Intelligenz dupliziert. Also hier gibt es was, was vergleichbar ist mit der menschlichen. Ja, das ist so die Frage. Und gemäß dieser zwei Verständnisse von künstlich unterscheidet man auch zwischen starker und schwacher KI. Also die schwache künstliche Intelligenz wäre so viel wie eine bloße Simulation der menschlichen künstlichen Intelligenz, die viel zu kurz greift. Und eine starke künstliche Intelligenz wäre sowas wie eine Duplikation der menschlichen Intelligenz, vielleicht sogar auch ein Übertreffen der menschlichen Intelligenz. Wir haben jetzt in der neuesten technischen Entwicklung zwei Ansätze. Es gibt die symbolverarbeitende künstliche Intelligenz und die künstliche Intelligenz, die auf neuronalen Netzen oder dem maschinellen Lernen basiert. Meine These ist, dass der zweite Ansatz, der von den künstlichen neuronalen Netzen ausgeht, der philosophisch interessantere Ansatz ist, obwohl auch die symbolverarbeitende künstliche Intelligenz, die stärker von Regeln ausgeht und logischen Schlüssen, die dadurch auch eine gewisse Nähe zur Logik hat, zur logischen Operationalisierung, obwohl die auch ihre Erfolge hat. Glaube ich, dass der zweite Ansatz, auf den ich im Rahmen der heutigen Sitzung noch näher eingehen werde, der philosophisch interessantere ist. Und deswegen werden wir uns auch nur darauf konzentrieren. So, jetzt möchte ich mal erstmal verschiedene vier problematische Positionen gegenüber künstlicher Intelligenz identifizieren und dann gemeinsam zurückweisen, so wie ich auch verschiedene Positionen bezüglich der Digitalisierung zu Beginn der ersten Vorlesung, zu der ich auch noch oben rechts einen Link reinmache, damals zurückgewiesen hatte. Die lauten jetzt ganz ähnlich. Zunächst mal die Ideologisierung von künstlicher Intelligenz im Rahmen einer transhumanistisch-futurologischen Silicon Valley-Ideologie. Dann die damit verbundene Anthropomorphisierung der künstlichen Intelligenz oder der Robotik, die diese als eine lebendige Person versteht. Schließlich die Banalisierung von künstlicher Intelligenz als bloßes Hilfsmittel, das heißt als technologische Reduktion. Und es gibt noch eine Position, die Dramatisierung von künstlicher Intelligenz als zu bekämpfende Gefahr der Moderne, das heißt als ideologische Gegenposition zur ersten Position. So, jetzt kommen wir auf die Geschichte der künstlichen Intelligenz zu sprechen, die auch ganz interessant ist. Zunächst ist Alan Turing zu nennen und sein sogenanntes Imitation Game. Dann ist ein wichtiger Philosoph in diesem Kontext John Searle und sein sogenanntes Chinese Room Argument.
Dann kann man noch Hubert Dreyfus nennen, sind jetzt lange nicht alle, der eine interessante lebensphilosophische Analyse von künstlicher Intelligenz vor dem Hintergrund seines phänomenologischen Verständnisses entwickelt hat. Wir müssen uns dann fragen, wie künstliche neuronale Netze, auf die wir uns ja hauptsächlich konzentrieren, funktionieren. Und jetzt gehen wir auf den ersten Denker ein. Das ist Alan Turing. Und er hat im Jahr 1950 einen ganz interessanten Aufsatz geschrieben, der heißt Computing, Machinery and Intelligence. Ich biete momentan in diesem Semester noch ein anderes Seminar an in Kooperation mit der ETH Zürich. Und da haben wir uns auch mit Turing ausführlicher befasst. Ich mache oben rechts einen Link zu dieser Sitzung hinein. So, hier gibt es jetzt ein paar zentrale Zitate, die ich mal vorlesen möchte. Er sagt jetzt in diesem Text von 1950, it was suggested tentatively that the question, can machine think, should be replaced by, are there imaginable digital computers which would do well in the imitation game? Turing möchte also die Frage, ob Maschinen denken können, nicht direkt beantworten. Warum, das müssen wir noch dahingestellt lassen. Er sagt jetzt, wir sollten diese Frage ersetzen durch eine andere, nämlich können digitale Computer in einem Spiel, was er noch genauer beschreibt, dem sogenannten Imitationsspiel, so gut funktionieren, wie es Menschen können. Also können sie sich so gut verhalten. Das heißt, hier liegt schon so eine Art behavioristischer Ansatz zugrunde, der künstliche Intelligenz eher nach dem Verhalten bemisst. Nochmal ein Zitat. The original question, can machines think, I believe to be too meaningless to deserve discussion. Nevertheless, I believe that at the end of the century, the use of words and general educated opinion will have altered so much that one will be able to speak of machines thinking without expecting to be contradicted. I believe further that no useful purpose is served by conceding these beliefs. The popular view that scientists proceed inexorably from well-established fact to well-established fact, never being influenced by any unproved conjecture, is quite mistaken. Provided it is made clear which are proved facts and which are conjectures, no harm can result. Conjectures are of great importance since they suggest useful lines of research. Also, er glaubt jetzt hier, dass im Jahr 2000, nämlich 50 Jahre nach der Publikation seines Aufsatzes, diese Frage, ob Maschinen denken können, viel selbstverständlicher wahrgenommen wird und vielleicht sogar auch bejaht werden kann. Und hier ist noch ein interessanter Punkt, dass er sagt, Vermutungen, Conjectures, die sind gar nicht so blöd. Wir sollten also immer ein bisschen Vermutung anstellen, auch wenn sie sicherlich nicht in bloße Spekulation münden dürfen, sondern wir sollten Vermutungen und begriffliche Arbeit oder mathematische Arbeit immer in einer gewissen Einheit sehen. Nur so kommen wir voran. Und ich denke, dem ist zuzustimmen, was künstliche Intelligenz anbetrifft. Der zweite Denker, auf den ich kurz eingehen möchte, ist John Searle und sein Buch Minds, Brains and Science aus dem Jahr 1984, in dem sich ein Kapitel befindet mit dem Titel Can Computers Think? Und auch hier mache ich wieder oben rechts den Link rein zu dieser Sitzung, die ich zusammen mit der ETH Zürich veranstaltet habe, in der wir uns auch mit Searle intensiver befasst haben. Hier gibt es jetzt ein paar zentrale Zitate, die ich vorlesen möchte. Erstmal, Syntax alone is not sufficient for semantics. Digital computers, insofar as they are computers, have by definition a syntax alone. Zweites Zitat, there is no way that the system can get from the syntax to the semantics. Drittes Zitat, thinking is more than just a matter of manipulating meaningless symbols. It involves meaningful semantic contents. These semantic contents are what we mean by meaning. Und zum Schluss, consciousness, thoughts, feelings, emotions and all the rest of it involve more than a syntax. Those features, by definition, the computer is unable to duplicate, however powerful may be its ability to simulate. Hier ist ganz zentral die Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik. Syntax ist dasjenige, was mit Regeln und Symbolen zu tun hat. Das ist sozusagen der symbolische, vor allem der symbolische Ansatz von künstlicher Intelligenz. Logische Schlüsse, das ist die Syntax, Regeln und bedeutungslose Symbole. Davon unterscheidet Searle die Semantik, also den Bereich des Bedeutsamen oder auch, wie er dann analogisierend sagt, des Mentalen. Und er vertritt die These, dass wir von der Syntax, von Operationen logischer Art mit Symbolen, nie
auch wenn sie noch so komplex sein sollten, zu semantischen Gehalten gelangen können. Das heißt, dadurch, dass Computer nur symbolisch operieren, nach gewissen Regeln, können sie nie Bedeutung erlangen. Tja, das ist eine starke These. Und hier unten haben wir nochmal diese Unterscheidung zwischen Simulation und Duplikation. Surfer tritt die These, dass künstliche Intelligenz menschliche Intelligenz immer nur simulieren, aber nie duplizieren oder realisieren kann. Ganz wichtiger Ansatz. Man hat Searle hier durchaus auch viele Dinge vorgeworfen, aber ich finde, diese Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik ist sehr, sehr entscheidend. Er nennt diese Unterscheidung auch die Schlüsselunterscheidung, die er vornimmt. Möchte ich zum Schluss dieser kurzen Geschichte der künstlichen Intelligenz, dieses geschichtlichen Abrisses noch auf diesen Denker eingehen. Das ist Hubert Dreyfus, hier auf einem Foto von einem Meisterkurs an der LMU München im Jahr 2011. Und Hubert Dreyfus hat ein Buch geschrieben und auch einen Aufsatz, der den Titel trägt Making a Mind versus Modeling the Brain, Artificial Intelligence Back at a Branch Point. Und zwar geht es hier um die Frage, wie sich künstliche Intelligenz zu unserem Gehirn verhält und der Frage, ob wir es modellieren können. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem ein ganz frühes mit dem Titel Alchemy and Artificial Intelligence. Dann ein sehr bezeichnender Titel eines Buches mit dem Titel What Computers Can't Do, The Limits of Artificial Intelligence von 1972. Und dann noch ein weiteres Buch, What Computers Still Can't Do, A Critique of Artificial Reason. Auch hier mache ich wieder oben rechts den Link zur entsprechenden Sitzung in Kooperation mit der ETH Zürich rein. Eine ganz interessante Nebennotiz, eine Anekdote ist, dass er im Jahr 1967 als erster Mensch überhaupt gegen ein Schachprogramm verloren hat. Gegen ein Schachprogramm, das gegen ihn Schach gespielt hat. Also so viel auch zu seiner Kritik. Natürlich kann man sich jetzt fragen, ob Schachspielen eine Intelligenzleistung ist, aber ich denke durchaus, dass man sie als solche bezeichnen kann. Und in diesem Aufsatz Making a Mind versus Modeling the Brain hat er noch ein ganz zentrales Zitat am Schluss. Er sagt, if Heidegger and Wittgenstein are right, human beings are much more holistic than neural nets. Intelligence has to be motivated by purposes in the organism and goals picked up by the organism from an ongoing culture. And the minimum unit of analysis is that of a whole organism geared into a whole cultural world. Neural nets, as well as symbolically programmed computers, still have a very long way to go. Die Kritik also an sowohl dem symbolischen Ansatz als auch an dem neuronalen Netzansatz ist der, dass sie nicht eingebettet sind in eine Lebenswelt und dadurch eben nie an den menschlichen Intelligenzgrad, an die menschliche Intelligenz herankommen, weil die eben immer mit Gründen operiert, die sie auch aus Kontexten bezieht des alltäglichen Lebens. Und einen solchen holistischen Ansatz, der also aufs Ganze geht und nicht nur Details betrachtet, den schreibt eben Martin Heidegger und den späten Ludwig Wittgenstein zu. Und so ist auch sein Maßstab, um Intelligenz zu betrachten. Jetzt haben wir schon ein paar Mal hier geredet über künstliche neuronale Netze, die ich mit KNN abkürze im Folgenden. Was ist das eigentlich? Ich möchte hier nicht genauer darauf eingehen, weil das eine Frage ist, die die Technikerinnen und Techniker, die Informationswissenschaftlerinnen und Informationswissenschaftler vor allem beantworten können. Nur so viel, ein schönes Bild hier, eine Skizze aus Wikipedia. Was ist damit gemeint? Es gibt eben verschiedene Schichten in einem solchen Netz. Das ist ein bisschen dem menschlichen Gehirn nachgebildet. Es ist ein gewisses Modell, natürlich viel zu allgemein. Es gibt verschiedene Eingangsschichten von Neuronen. Das sind also einzelne Entitäten, die gewisse Inputs bekommen, auch Outputs geben. Und diese Neuronen befinden sich miteinander in Beziehung. Alles ist miteinander vernetzt bei diesen künstlichen neuronalen Netzen. Und es gibt Input, dann gibt es verarbeitende Schichten, die also nicht die Output-Schicht sind. Und diese Zwischenschichten, da spielt sich ziemlich viel ab. Und deswegen ist auch ein Problem bei künstlichen neuronalen Netzen, dass man gar nicht so genau weiß, was da eigentlich passiert. Weil man gibt nur einen Input, dann gibt es diese Hidden Layers, diese verborgenen Schichten dazwischen, da passieren ganz viele Vernetzungen, Eingangssignale, Ausgangssignale, Änderungen der Verknüpfungen und dann kommt was raus.
Und das ist also ein bisschen was wie eine Blackbox. Und hier haben wir Philosophen und Philosophen, auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, große Probleme damit, dass man das nicht so ganz nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht so sehr das Entscheidende für die heutige Sitzung, sondern für die heutige Sitzung ist interessant, dass es ein Input gibt, ein Output gibt und dass die künstlichen neuronalen Netze die Möglichkeit haben, den Output wieder einzuspeisen in den Input. Das heißt, es gibt so eine Art Rückkopplung, die man auch Backpropagation nennt. Das heißt, das künstliche neuronale Netz kann immer mehr sich einspielen. Es kann lernen, es kann sein Output vergleichen mit einem Sollwert und kann dann immer mehr sich verbessern, indem es dann versucht, seine Fehler zu korrigieren und sich immer besser anzupassen auf einen gewissen Zweck, den man dem Netzwerk vorsetzt. Und diese reflexive, sage ich jetzt mal, Struktur, dass also immer wieder etwas eingespeist wird in dich selbst, das macht dieses System sehr, sehr interessant, weil es eine ganz rudimentäre Form von Selbstbezüglichkeit ist. Und so erreichen künstliche neuronale Netze erstaunliche Leistungen, dieses Programm AlphaGo, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, von Google. Das hat es geschafft, den besten Go-Spieler zu schlagen. Und Go ist ja ein Spiel, was noch viel komplexer als Schach ist. Und dieses Programm hat gegen sich selbst gespielt und so die Regeln perfektioniert in Go. Das ist also extrem beeindruckend. Das hat sich erst in den letzten Jahren gezeigt, wie leistungsfähig künstliche neuronale Netze sind. Ja, und jetzt möchte ich vor diesem Hintergrund kurz auf den Begriff der Interobjektivität eingehen, den ich ja ins Zentrum dieser Vorlesung gestellt habe. Künstliche Intelligenz und eben auch neuronale Netze werden immer mehr Teil unserer Lebenswelt. Der Begriff der Mensch-Maschine-Interaktion, der da häufig auch dafür verwendet wird, für Computer, der scheint dafür nicht mehr angemessen zu sein, weil eben künstliche Intelligenz immer mehr Teil unserer Lebenswelt wird und gar nicht mehr so sehr uns im Sinne eines Subjekts, wenn überhaupt, oder Objekts, wie es meistens gefasst wird, entgegensteht. KI ist nicht in meinen Augen angemessen als ein Subjekt zu verstehen, und zwar deswegen, weil wir dann so eine Art Roboter vor Augen hätten, einen künstlich intelligenten Roboter oder eine Neubildung des Menschen, vielleicht sogar auch ein übermenschliches Wesen, was uns übertrifft. Das halte ich wieder zu sehr für eine Spekulation. Wir sollten es aber auch nicht banalisieren oder reduzieren auf ein bloßes Objekt. Warum? Weil das Objekt uns dann immer gegenübersteht als etwas schwer Vermittelbares. Und so bekommen wir auch Probleme ethischer Art, wie wir mit diesen Phänomenen umzugehen haben, wenn sie uns immer als etwas Fremdes gegenüberstehen. Deswegen argumentiere ich dafür, dass wir künstliche Intelligenz immer verstehen sollten vor dem Hintergrund der Leistung, die dadurch erzielt wird, also von dem Prozess der Intelligenzleistung. Und diese Intelligenzleistung, die lässt sich dann ohne Probleme jenseits von Subjektivität oder Objektivität in unsere Lebenswelt, nämlich die Sphäre der Digitalität, integrieren und mit anderen menschlichen Operationen oder Intelligenzleistungen vernetzen. Das heißt, das Ziel sollte sein, künstliche Intelligenz einzubeziehen in unsere Lebenswelt. Und das passiert schon im Kleinen, wird aber natürlich immer noch mehr zunehmen. Und jetzt gibt es eine interessante Tatsache, dass nämlich künstliche neuronale Netze, ich nenne jetzt nur als Beispiel dieses Sprachprogramm DeepL, Deep Learning, da mache ich auch nochmal eine eigene Sitzung dazu. DeepL basiert auf gewaltigen, gigantischen Datenmengen. Das Entscheidende ist aber, dass diese Datenmengen nicht irgendwas Abstraktes sind, was irgendwie, ja, etwas, was mit uns gar nichts zu tun hat, sondern diese Datenmengen stammen von uns. Das heißt, wir sind da immer enthalten in diesen Datenmengen, wenn auch nicht mehr individuierbar oder so, aber jeder von uns trägt zu diesen Datenmengen zu bei. Und das heißt, wenn die künstlichen neuronalen Netze auf diese Datenmengen zurückgreifen, dann greifen sie immer auch auf Teile von uns zurück, auch wenn das nicht mehr genau individuierbar ist, aber es ist zumindest nichts Fremdes, mehr Objektives, sondern da sieht man schon, das geht ineinander über. Das wird ineinander integriert. Das heißt, menschliche Leistung und KI-Leistung interferieren auf eine Weise, die vielleicht nicht mehr im Einzelnen genau rückführbar oder rekonstruierbar ist. Wo bin ich jetzt da am Ende? Das ist nicht mehr möglich. Aber wir sind dennoch darin damit verbunden. Und das finde ich einen ganz wichtigen Zugang
zur künstlichen Intelligenz. Es ist kein Subjekt, was uns da irgendwie mal überflügelt. Es ist kein Objekt, keine irgendwie bloße Maschine, die uns nichts weiter angeht. Es ist nur kein bloß technologisches Phänomen, sondern es ist eine Realität, die lebensweltlich bedeutsam ist. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass künstliche neuronale Netze durch Versuchen Irrtum operieren. Das heißt, sie korrigieren sich selbst. Sie erlangen auch eine Form von Wissen, würde ich sagen, indem sie nämlich ihre Gewichtung, also die Einstellung innerhalb des Netzes, diese Modifikation so anpassen, dass das Netz funktioniert, dass der erzielbare Zweck erreicht wird. Das ist praktisch der Effekt oder das Ziel der Lernleistung, ist eine austarierte Vernetzung zu haben, die mit gewissen Operationen funktioniert. Und da sind diese sogenannten Gewichte. Und wenn die richtig eingestellt sind, dann kann man durchaus davon sprechen, dass das künstliche neuronale Netz Wissen erlangt hat von seinem Zweck. Entscheidend ist jedoch, dass dieser Zweck oder das Ziel, irgendwie ein Bild zu erkennen oder ein Muster zu erkennen, das, oder auch einen Text zu übersetzen, dass der dem neuronalen Netz immer von außen vorgegeben sein muss. Das neuronale Netz verfolgt von sich aus keine speziellen Ziele. Das heißt, die künstlichen neuronalen Netze sind nur hypothetisch autonom, also nur unter einer Bedingung autonom, die wir eben diesen Netzen geben. Und das ist wieder in meinen Augen ein Grund, künstliche neuronale Netze nicht ganz als autonome Subjekte anzusehen und schon gar nicht als irgendwelche superintelligenten Personen. Wenn wir jetzt auf künstliche Intelligenz nicht mehr nur subjekt- oder objekttheoretisch, sondern wie ich versucht habe zu zeigen, operationstheoretisch reflektieren, so wird es möglich, neuronale Netze oder künstliche Intelligenz jenseits von Simulation, also von bloßer Modellierung oder Duplikation im Sinne dieser starken KI, im Sinne virtueller Realität zu verstehen. Virtuelle Realität heißt, künstliche Intelligenz ist tatsächlich intelligent, aber eben auf eine ganz andere Weise als menschliche Intelligenz. Und das sehen wir daran, dass künstliche Intelligenz nicht mehr diese genaue Nachvollziehbarkeit besitzt. Wir wissen nicht, was in diesen verborgenen Schichten, den sogenannten Hidden Layers, vor sich geht. Das muss uns aber auch gar nicht interessieren, wenn wir sie immer in einem teleologischen Kontext betrachten, den wir vorgeben. Das heißt, wir sollten künstliche Intelligenz jenseits des Subjekt-Objekt-Schemas im Sinne der Interobjektivität verstehen. Interobjektivität bedeutet, dass wir in eine Verbindung zu diesen Netzen treten, nicht als Subjekte, sondern bezogen auf unsere Zwecke, also auf die Objects sozusagen, auf die Objektive, die wir herausfinden möchten. Das heißt, Interobjektivität bedeutet einen Kontext von Gründen und Zielen, von Objectives, der durch künstliche Intelligenz weiter vernetzt und verstärkt wird. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wird so künstliche Intelligenz als ein Hilfsmittel gebraucht? Es geht sicherlich in diese Richtung, nur ist eben entscheidend von künstlichen neuronalen Netzen, dass die nicht wie ein Objekt vorliegen, sondern die sind eben auch wiederum ihrerseits vernetzt. Wir können sie gar nicht mehr so klar identifizieren. Das ist wieder dieser Punkt der Vernetzung, der in der Digitalität herrscht. Deswegen glaube ich, können wir es durchaus im Sinne der Interobjektivität verstehen. Jetzt habe ich hier ziemlich viel Abstraktes gesagt und möchte das in der nächsten Sitzung am 19. November noch genauer ausführen. Und zwar diesmal komplementär, auch wieder epistemologisch betrachtet, diesmal unter dem Begriff der Transsubjektivität, den ich den Begriff der Interobjektivität komplementär ergänzend zur Seite gesellen möchte. Und dazu möchte ich mich vor allem auf das Internet konzentrieren. Was ist damit gemeint? Damit meine ich, dass wir als Subjekte unsere mentalen Gehalte, unsere persönlichen Gehalte immer mehr vernetzen mit anderen Subjekten. Und so entsteht ein Kontext, den man eben gerade Interobjektivität nennen könnte, der aber unter dem Gesichtspunkt der Subjektivität als Transsubjektivität bezeichnet werden kann. Das heißt, wir treten immer mehr als Subjekte mit anderen Subjekten eine Verbindung, sodass wir eigentlich unsere Subjektivität überschreiten, weil alles Subjektive plötzlich mit anderen Subjektiven unmittelbar durch das Internet vernetzt ist. Und das nenne ich Transsubjektivität. Diesen Begriff möchte ich genau erklären, anhand des Internets, das ich nicht nur als ein neues Medium verstehe, sondern eben als ein Handlungsraum, in diesem Sinne jetzt erstmal als ein Vernetzungsraum, der Subjektivität ganz neu fassen lässt. Und das ist ja auch eine Frage, die uns aus epistemologischer Perspektive
betrifft. Ich werde auf das Internet dann nochmal in einer folgenden Sitzung genauer eingehen, wenn ich es dann unter ethischen Gesichtspunkten als einen Handlungsraum, als einen virtuellen Handlungsraum näher bestimme. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Sitzung.